Ja, moin Leute, willkommen zurück zum finalen Kapitel von meiner New and Tasty Let's Play Reihe. Wir sind im Konferenzraum angekommen. 6 Modokons an der Zahl gibt es noch zu befreien. Das sind die letzten 6 und danach haben wir alle 299 Modokons befreit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Danke fürs Einschalten und wir legen los. So, wir gehen jetzt hier direkt in die Tür. Hier angekommen, macht euch einen Quick Save oder halt diesen Kontrollpunkt, denn wenn wir jetzt den Hebel ziehen, müssen wir in 2,5 Minuten diesen Abschnitt erledigt haben. Also Feuer frei. Darauf schwer sind es sogar nur 2 Minuten. Okay, 30 Sekunden weniger. Hier springen wir rüber. Hier müssen wir lang rollen. Ziehen an den Hebel. Kurzer Quick Save. Klettern ja einmal runter. Machen wieder einen Quick Save. Und hier können wir durchweg springen, sobald das Teil oben ist. Zack, zack. Springen hier rüber. Hier rüber. Aktivieren den Hebel. Nochmal ein Quick Save. Hier nochmal drüber. So, und dann fahren wir hier runter und haben hier die letzten 6 Mudokons zu befreien. Springen hier noch drüber. Quick Save. Damit haben wir die gesamten Modokons befreit. Ein Quick Save brauche ich leider. Ziehen den Hebel und ganz wichtig, wenn wir runterfallen, gleich Chanten aktivieren. Ansonsten gehen wir hier nicht. Und gleich nochmal. Ziehen einmal den Hebel, kriegen einen auf den Deckel. Das war's eigentlich schon. Well, I rescued Budokins, but who's gonna rescue me? Cause here I am. Alright, bud. Face to face with Mullock the Glucken. Do it. Es gibt übrigens ein gutes und ein schlechtes Ende. Je nachdem, wie viele Mudokon man es befreit hat, kann es halt auch ein schlechtes Ende geben. Damit sind wir am Ende meiner Let's Play-Reihe von New and Tasty angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.
mit dieser Reihe. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Haut rein!